Oh! Knister, knister, knacker, knacker! Hallo. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sterzigs Nalavüse. Knaller. Schischkebab. Ja, heute bin ich mal wieder hier und ich habe bemerkt im letzten Video, das war ja das Minecraft-Video und auch das The Cycle-Video. Wir sind ein bisschen laut geworden, hauptsächlich ich. Und ich will das Ganze heute mal ein bisschen entspannter angehen lassen, wisst ihr? Weil es bringt ja generell nichts, wenn wir die ganze Zeit schreien. Ja, heute spielen wir Hyperscape. Wir sind ja heute dazu da, um das Spiel zu zocken. Aber die Voraussetzung dafür, wir machen das nämlich ja alle gemeinsam. Wir sind ja hier eine Gruppe, eine Gemeinde, ich will nicht sogar sagen eine Sekte. Und damit ihr überhaupt mitmachen könnt bei diesem Bewertungsprozess, den ich hier mit dieser Serie einleite, müsst ihr natürlich Abonnent des Kanals sein. Und deshalb mache ich für euch jetzt einen Backflip. Und wenn ich den schaffe, abonniert ihr den Kanal, okay? Ah! Boah, habt ihr das gesehen? Wie ich den Backflip gemacht habe? Ja, so. Leute, wir sind ja hier jetzt alle zusammengekommen. Ihr kommt mal näher hier. Noch ein bisschen näher, noch ein bisschen näher. Nicht zu nah, mein Freund, nicht zu nah. Schreibt doch mal bitte oder eröffnet mal in den Kommentaren eine Diskussion, wie wir in Zukunft das Bewertungssystem aufbauen wollen. Vielleicht gibt es da ja bei euch ein paar Präferenzen. Ich kann mir vorstellen, dass es da ein paar coole Möglichkeiten gibt, ein Spiel zu bewerten. Vielleicht 4, 5 ausschlaggebende Punkte, wo ich jedes Video durchgehe und das bewerte und dass wir dann am Ende auf eine Gesamtnote kommen. Ja, wir joinen jetzt mal ins Spiel. Ich habe natürlich wieder die perfekte Tasse heute ausgesucht. Es ist einfach so die ikonischste Tasse und ich hoffe natürlich, dass die heute absolut im Unrecht liegt, denn wir wollen ja gewinnen. Wisst ihr? So. Wir klatschen! Nice. Wir werden uns einfach mal Helios einverleiben. So, gehen wir zu Helios. Und während wir in unserer tollen Kapsel hier sind, werde ich da einfach mal drauf zusteuern. Oh! Vollmundig? Im Abgang herb! What the fuck? Gibt's hier Waffen? Gibt's hier Waffen, Leute? Gibt's hier keine Waffen? Ist das hier ein Prügelspiel? Oh! Oh shit, ne Sniper. Okay, ich hab ne Sniper, Jungs. Und ihr kennt mich ja. Ich bin ja HD Quickscope Main. Noch eine Sniper? Vergammelt der Raum gerade? Ich bin verwirrt. Das ist ja übel weird. Kleine Analyse. Leute, Analysen sind der Key. Was machen wir? Ich muss zum nächsten Sektor. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Okay. Aha. Oh, jetzt verstehe ich auch, wie die Zonen kleiner werden. Also, wir müssen diese roten Zonen meiden. Die werden halt dann rausgemacht. Ja. Okay, das macht Sinn. Oh. Ich hab einen Kill. Oh! Scheiße, von hinten. Okay, wir hauen ab. Das war gut. 2 Kills, völlig in Ordnung. Okay, vor uns. Headshot? Leute, man kann in diese Häuser rein. Ich bin absolut verwirrt. Ich geh jetzt hier rein. Okay, never mind. Ich hau ab. Sorry, dass ich... No scope. Nein! Was ist das denn für eine dumme Scheiße? Ey, wundert euch übrigens nicht, warum ich Hand of Blood heiße. Ich hab keinen Bock gehabt, mich umzuloggen. Ja, ich bin jetzt Hand of Blood. Mi. Le. Ja, also ich würde sagen, es ist wirklich generell schwer, weil die Leute hüpfen ja auch die ganze Zeit rum. Dann gibt es diese komischen Jump-Pads. Ja, und außerdem habe ich das Gefühl, als ob der Sound, also was die Gegner angeht, die Jumps und die Steps und bla bla, dass die alle ziemlich leise sind, weil ich habe gerade gar nichts gehört, was das anging. Ja, bleib mal hier oben. Bleib mal schon hier oben, mein Freund. So. So, wir werden das Ganze jetzt einfach nochmal wiederholen. Die ersten 2 Kills waren gar nicht mal so schlecht. Wir landen, lass mich mal schauen, was haben wir denn hier? Food Court. Da oben. Seht ihr das? Hier. Nee. Ah, meine Hand ist abgeschnitten. Ah! Ja, da oben. Food Court. Ihr wisst, was ich meine. So. Ja, das ist ja in der ersten Runde schon wieder nicht so gut gelaufen, ne? Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Oh, 10 Sekunden. Einmal noch kurz Energie getankt, ne? Da bin mal gespannt, ob da überhaupt irgendwas ist, so. Lol, warum habe ich denn hier Toilettenpapier auf dem Kopf? Na, das ist aber ein Zufall. Scheiße, hier landet einer mit mir. Ja, dann lande ich hier. Hier ist so ein Innenhof. Gibt's hier Waffen? Oh, da. Oh. Was ist das? Ist das eine Granatwerfer? Lol. Okay, die Sachen kann man kaputt schießen. Okay, jetzt habe ich eine Shotgun. Das ist nice für Nahkampf. Was ist das? Vollautomatisches Sturmgewehr. Ich glaube, dann mache ich das so. Automatisches Gatling-Geschütz.
Der ist hier oben drin, Leute. An extra jump event is about to start. Scheiße, es ist noch mehr. Fuck, 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 fuck. Der ist oben, der ist oben. Mann, was ist denn das für eine... Es war halt unlucky. War gut gespielt von ihm. Da bin ich rausgetappt. Okay, da war jetzt gerade mein Fehler. Er hatte da irgendeine Bombe platziert, irgendwie, die dann auf mich zukommt, I guess. Und ich glaube, das war mein Fehler. Das werden wir nicht wiederholen, denn wir haben ja ein 200 IQ Gedächtnis. Und das bedeutet, dass wir da nie wieder Fehler machen werden. Ja, Yid. Ballahmet. Ja, muss ich erstmal meinen Mund desinfizieren, ne? Oh, vollmundig. Baby, what a weird, you just meet me in the middle. I'm losing my mind just a little. So, Food Court fand ich gar nicht schlecht, aber was reimt sich auf Pro? Richtig, Expo. Und deshalb gehen wir da heute hin. Wir werden da ganz hinten hinjeden, damit wir da unsere Ruhe haben. Wir können uns hochlooten und erstmal das Spiel verstehen. Wisst ihr, die Meta. Die Meta in diesem Spiel können wir so... Oh, die Meta. Ist das ein Lego-Haus? Okay, in den Häusern gibt es immer Loot. Ah, haut alle ab, bitte. Komm. Yoi! Hello there. Hit. Ich wurde offenbart. Hä? Alter, den haben wir übel weggemacht. Entschuldigung. Über mir ist irgendwer. So, die Ecke ist doch ganz schön hier. Die bleiben wir. Hä? What the fuck? Wo ist der hin? Ah, ich bin disconnected. Immer diese blöden Server bei dem Spiel. Ey, das ist so blöd. Wah. Ja, was war denn das für eine Waffe? Oh, lecker Schmecker. Ui. So, wo gehen wir heute hin? Busdepot oder wohl eher das getötete Gegnerdepot meiner Feinde? Hä? Okay, hier landen sehr viele Leute. Ich gehe zum Geladon Tower. Okay, wir brauchen einen neuen Landing-Spot. The Ribs? Du meinst doch wohl eher die Rippen meiner toten Feinde. Hä? So, denn da landen wir. Ich mach dich weg! Ja, war jetzt eine blöde Aktion, das mit dem Sektor... Lecker Kaffee. Das ist so, Leute, aber wir gehen jetzt hier zum Voltaik-Lot. Oder eher, der Parking-Lot für die Autos
meiner toten Feinde, weil sie sie nicht mehr wegfahren können. So! So, wir sind da. Du denkst wirklich, du hast eine Chance? Wo ist er hin? Er ist halt einfach original im Himmel verschwunden. The viewers have chosen the Health Kit Event. Was? Alter, was für die Viewers have chosen? Ich gehe nach Hause. Ich muss noch meine Blumen füttern. So, MP, Money, so ein Teil. Keine Ahnung, was das macht. Guck mal, es läuft doch schon insane. Oh. So, ihr habt keine Chance. Ihr seid so dran, ihr Arschgeigen. Ich werde jetzt hier einfach richtig reinpushen. Denn das wird jetzt meine Runde. Das wird eine richtig gute Runde auch. Okay, dann gehe ich halt hier rein. Wer bist denn du jetzt? Hä? Prinzip, dass man einfach so abhauen kann. Das ist übel dumm. Hey, wer bist denn jetzt du? Hallo? Ich bin der Neue. Oh, du fightest mit mir? Das macht so Spaß, das Spiel. So, haben wir uns wieder beruhigt. Ich wollte ja heute auch nicht so viel schreien, ne? Okay, letzte Runde. Tora-Garten. Du meinst wohl der Torso-Garten von den Körpern meiner Feinde. Leute, es ist mir jetzt völlig egal. Wir looten hier alles durch. Hey! Oh! Entschuldigung! Easy peasy lemon squeezy, la 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 la. Ich hab keinen Bock mehr, Leute. Das ist super geil. Das ist ein geiles Spiel, wo man richtig schön hüpfen kann. Und die Leute meistern das Game. Das ist einfach schön zu sehen, dass die Community... Okay, ja, Hyperscape bin ich tatsächlich kein Fan von. Also, ich habe das jetzt ein bisschen gespielt. Erstens, die Map ist super hässlich. Das Gameplay ist so wie... damals COD Advanced Warfare, viel zu hektisch, viel zu crazy. Das Gunplay ist in Ordnung, aber generell gar nicht meins. Es ist okay, aber es hat jetzt kurz mal ein bisschen Spaß gemacht, hier und dort ein paar Kills gemacht. Ich würde dem Spiel, weil es auch nicht so scheiße war wie Minecraft, 4 von 10 Punkten geben. 4 von 10, wow, ist aber eine schöne Zahl da oben. Oh, schaut mal, oh, ist das schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Küsschen aufs Nüsschen, haut da rein. Hab euch lieb. Mua. Tschüssi.